Dann hätten wir vielleicht für die letzten 5 Minuten. Das waren Zeiten. Das waren Zeiten. Die Vorgeschichte. Dies ist die Zentrale von Umwelt 2000. Ein hochtechnisiertes Unternehmen, dessen Angestellte weltweit an der Erforschung und dem Erhalt unseres Planeten arbeiten. Der Einsatz von leistungsfähigen Rechnern dient der Erfassung und der Verarbeitung wichtiger Daten über komplexe Ökosysteme. Moderne Kommunikationseinrichtungen wie Mobilfunk und ISDN-Leitungen ermöglichen den Mitarbeitern weltweiten und zuverlässigen Informationsaustausch. In diesem Raum soll heute eine wichtige Videokonferenz stattfinden, bei der Teilnehmer aus anderen Ländern über eine Satellitenverbindung teilnehmen. Muss mal kurz hier so machen. So. Am frühen Morgen erleben die Mitarbeiter eine böse Überraschung. Die Verbindung zur Außenwelt ist über Nacht zusammengebrochen und keiner weiß warum. Nicht mal die Telekom weiß das. Zufall, Sabotage, keine Ahnung, was kann es alles sein? Die Geschäftsführerin reagiert sofort und informiert die Störungsannahmen von Telekom. Kurz darauf fährt ein weißer Servicewagen. Kabel verlegen. Höchste Zeit für die Rückkehr des Telekommandos. Oh, schade. Neues Spiel beginnen. So, sind wir ein Telekommandant oder eine Telekommandantin? Ach, wir sind eine Telekommandantin. Mein Name ist Frau Mann. So. Musik ein, Textanzeige, normal, schnell. Vielleicht erstmal speichern, ja. Da ist Frau Mann. Ich sollte sie vielleicht einmal aufmachen. Dann machen wir mal auf. Das ist nicht. Ja, wahrscheinlich. So, ich mach mal die Tür zu. Mein Dienstwagen. Okay, können wir den benutzen? Benutzen. Wozu wegfahren? Ich habe noch Arbeit vor mir. Ich glaube, ich sollte vorher die Hecktür des Servers. Hab ich doch gerade probiert! Schließe Hecktür. Ja, glaube ich auch. Eindeutig. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Mein Name ist Frau Mann von Telekom. Das ging aber schnell, Sie werden schon erwartet. Bitte nehmen Sie den Fahrstuhl im 4. Stock. Danke, übrigens, ganz schön warm heute, finden Sie nicht? Tja,
wem sagen Sie das? Im Radio haben Sie vorhin wieder Hitze angekündigt. Da bei dem Wetter wünsche ich Ihnen viel Spaß. Klima. Geben tut es sich schon, aber sie ist wohl gerade kaputt gegangen. Seit wann ist sie denn kaputt? Gestern lief sie noch, aber ich halte sie hier auf. Sie werden doch schon erwartet. Na gut, ich mache mich dann mal an die Arbeit, denn ich bin Frau Mann von der Telekom. Ein Bild. Oh, wir müssen aber neu anfangen. Ich liebe Tierbilder. Alter! Moment! Komme ich doch mal in die Option wieder ran? Ich will in die Option wieder ran. Ich will die Option wieder ran. Ach, Escape drücken, okay. So, normal, schnell. So. Vodafone im Plus O2. Irgendwie behilflich sein. Mein Name ist Vodafone Telekom. Das ging aber schnell, Sie werden schon erwartet. Bitte nehmen Sie den Fahrstuhl im vierten Stock. Danke, übrigens, ganz schön warm heute, finden Sie nicht? Tja, wem sagen Sie das? Im Radio haben Sie vorhin wieder Hitze angekündigt. Na, bei dem Wetter wünsche ich Ihnen viel Spaß. Na, dann mache ich mich mal auf der Arbeit. Arbeit ist Arbeit. Ich muss in den ersten Stock. Och, was war das? Klingt so, als wäre der Aufzug kaputt. Das Geräusch kam von oben. Das Dach ist zu hoch. Na toll, wie soll ich ja... Okay, ich muss mal raus. Haben wir eine Leiter dabei? Ich sehe keine Leiter drauf. Ah, dann gehe ich Treppenhaus. Ich gehe Treppenhaus. Ist alles meins. Datentypistin. Sie sehen irgendwie gelangweilt aus. Aha, Getränke und alles Pfandflaschen. Brav, Frau. Sie unterhält sich gerade angeregt mit ihrem Kollegen. Messer, ich störe die beiden nicht. Sprich mit Typistin. Ich komme von Telekom und arbeite gerade hier im Bauhaus. Prima. Geht heute alles drunter und drüber. Mein PC ist auch kaputt und ich sitze hier nur so herum. Ich schätze, in diesem Gebäude ist so einiges defekt. Wie es scheint, sind wir von der Außenwelt abgeschnitten. Meine Aufgabe ist es, die Telekommunikationseinrichtung zu reparieren. Da haben Sie ja auch noch einiges vor. Ich weiß es, Frau. Wenn nichts dazwischen kommt, wird es nicht viel länger als 1-2 Stunden dauern.
So ähnlich hörte mein Onkel sich auch immer an. Trotzdem hat es Jahre gedauert, bis dieses Haus endlich fertig war. Was hatte Ihr Onkel denn mit diesem Gebäude zu tun? Er war Architekt und hat dieses Gebäude entworfen. Aber so interessant ist das wohl auch wieder nicht. Ich halte sie schon eine ganze Zeit von der Arbeit ab. Jetzt sind es 3 Stunden. Aha, die Speisekarte. Heute gibt es Spinatauflauf mit gedünsteten Olkaven. Ups. Und nein, das kann man doch nicht. Oder doch? Besser, ich lese das gar nicht weiter. Ja. Sieht alles recht exotisch aus. Bam, 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 bam. So, jetzt müssen wir in den Keller gehen, weil die Treppe hoch geht nicht. Die Treppe hier ist abgesperrt, aber das ist noch ein Schild. Auf dem Schild steht Vorsicht, frisch gestrichen. Zurzeit werden im ganzen Haus die Treppen renoviert. Ah, so, so. Und was jetzt? Ab in den Keller. Gerade mit der Klimaanlage beschäftigt zu sein. Ja, das macht sie kaputt. Mein Name ist Frau Vodafone von Telekom. Ach nein, und warum erzählen Sie mir das? Bestimmt nicht, weil ich Sie sympathisch finde. Könnten Sie mir vielleicht sagen, wo sich die Klimaanlage befindet? Die Klimaanlage ist hier. Haben Sie gerade repariert. Hier ist alles in Ordnung. Die lügt doch. Ohne Schwarzwehr. Was machen Sie hier unten? Ich bin gerade dabei, die Klimaanlage zu reparieren. Bin gleich fertig. Da komme ich jetzt nicht hin. So breit ist sie jetzt auch nicht. Ich fesse die Frau. Ja. So, benütze sei mit Frau. Nein, ich will nicht. Die Follow zu Telekoms. Kann man nicht ihren Schlüssel über den Kopf ziehen oder so? Benutze Werkzeug mit Techniker. Wieso? Ist doch in Ordnung. Öffne Technikerin. Ich bin kein Chirurg. wir gucken mal. Entschuldigen Sie bitte, wo befindet sich denn die Klimaanlage? Die Klimaanlage ist hier. Ich habe sie gerade repariert. Hier ist alles in Ordnung. Nachtigall, da oben war ein Leck. Bom. Bom, 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 bom. Apropos Pförtner. Wie repariere ich den Aufzug? Überprüf selber die Steuerelektrik auf dem Aufzugsdach. Ey, ich bin von der Telekom und nicht, keine Ahnung, von Lifttechnik. Okay, jetzt kann man noch gebrauchen. Oh, jetzt ist der Ton alle. Dieser Knopf löst den Alarm aus, falls der Aufzug einmal stecken bleiben sollte. Er ist doch stecken geblieben. Das Dach ist zu hoch. Wie soll ich da rankommen? Ja, ich brauche eigentlich eine Leiter, aber hier gibt's keine. Tut mir leid. Vielleicht könnte man ja losfahren. Aber warte mal, ich kann ja mal anrufen. Toll, das ist ein digitales Funktelefon. Doch ohne die 1-Karte kann ich es leider nicht benutzen. Warum haben wir bitte ein digitales Telefon ohne die 1-Karte? Was ist hier drinne? Warte mal, öffnet. Nein, ich will nicht. Schauerkiste. Mein Werkzeug. Damit kann ich verschiedene Dinge reparieren oder untersuchen. Ich muss es nur richtig benutzen. Ja. Ja, gut, also ohne Leiter wird das hier nichts. Wir sind alle unkooperativ, also es wird nichts mit 1 bis 2 Stunden hier. Bumm. Ist sie noch da? Warte mal.
Sie sind weggegangen. Ist doch eine Frau. Ich spreche mit Frau. Lieber nicht, ich möchte dich stören. Sieht alles recht exotisch aus. Ja, aber beide jetzt hier nur. So, wir gucken noch einmal in den Keller und dann ist Feierabend. Ist sowieso schon spät. Ich muss wieder früh raus morgen. Die letzten Tage. Zwei noch. Vielleicht zweieinhalb. Mal gucken. Oh, sie ist weg. Sie ist weg. Und ich bin allein, allein. Bam. Der Regler sieht beschädigt aus. Was hat denn diese seltsame Technikerin von der Konkurrenz hier eigentlich gemacht? Benutze Werkzeug mit Klimaanlage. Die Klimaanlage ist sabotiert worden. Das bringe ich schnell in Ordnung. Namen Susi. Kein Problem. Oh, nennt man aber natürlich willkommen in der Ausbildung Energieelektronik. Da ist bestimmt eine Leiter drin in der Absteckkammer. Ja, Mann. Die könnte mir vielleicht doch nützlich sein. Ja, nimm die mit. Nimm. Ey, ist eine Satellitenschüssel, nehme ich mit. Die ist etwas zu schwer, um sie ständig mit mir herumzutragen. Das ist das Telekommando 2. Ein Werbespiel aus den 90er Jahren. Wir haben heute alte Spiele gespielt. Unter anderem Werbespiele. Gerade. Ohne einen guten Plan krieche ich nicht durch die Luftschächte. Du sollst auch nicht durchkriechen. Ach, die Mucke ist geil. Kannst ja den Stream-Inhalt nachgucken. Ist ja kein Problem. So. Nein, die Steuerungselektronik ist kaputt. Das sieht ganz so aus, als hätte jemand mit Absicht die Kabel abgerissen. Diese seltsame Technikerin von der Konkurrenz vielleicht. Okay. Jetzt, Werkzeugkiste. Das habe ich schnell repariert. Sollten wir nicht was anderes probieren? Okay, ich benutze das hier. Das geht wahrscheinlich schon wieder. Warte. So, nimm die Leiter mit. Nimm Leiter. Vorher sollte ich das Dach wieder... Ja. Ja, die Frau Telekom von Vodafone. Nee, genau, die Frau Telekom von Vodafone. Schließe Dach. Nimm Leiter. Drücke Knopf. Erster Stock. Nimm Fahrrad. Fahre weg. Was soll ich denn mit diesem Schrotthaufen? Hier ist ein Fotokopierer. Die Buchhaltung ist hier. Und zur Telefonzentralanlage. Aber erstmal müssen wir den vierten Stock. Damenabteilung, Unterwäsche. Ding. Oh, wir fahren erstmal den dritten Stock, dann den zweiten, dann den vierten. Irgendwie geht diese verflixte Tür nicht auf. Muss ich mir wohl einen anderen Weg suchen? Ja, über die Treppe. Ja, über Treppe geht immer noch nicht. Sieht ein wenig abstrakt aus, direkt hässlich. Zum Labor, okay, hier ist das Labor. Müsst ihr euch alles merken, wird beim nächsten Mal abgefragt. Ja? Kleiner Test. Botenjunge. Der scheint ganz in ein Videospiel vertieft zu sein. Das ist wahrscheinlich ein Nintendo oder so. Sprich. Ah, Klotztriss. Macht Spaß, was? Hier, versuch doch mal. Was spielst du denn gerade? Klotztriss. Welche Stufe? Schwierigkeitsstufe 4. Aber ich habe auch erst gestern angefangen.
Dann hast du ja noch was vor dir. Okay. Vorzimmer. Geschäftszimmer. Mal gucken, ob der Geschäftszimmerinhaber da ist. Die Geschäftsführerin von... Die Wie gab's da noch nicht. Sie macht einen ziemlich nervösen Eindruck. Wir sprechen mit ihr mal. Ja. Guten Tag, ich komme von Telekom. Mein Name ist Frau Vodafone. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Derzeit befinde ich mich in einer misslichen Lage. Ups, ich sitze hier ganz schief und komme allein nicht mehr raus. Okay, das dürfte kein Problem sein. Gibt es sonst noch etwas, was ich wissen müsste? Ja, es ist wichtig für unsere Stiftung, dass die für heute angesetzte Videokonferenz stattfindet. Dazu muss allerdings die komplette Technik instand gesetzt werden. Das sind mindestens 4000 Rechner und 20.000 Server. Die Teilnahmebestätigung für die Konferenz an die Teilnehmer aus Tokio, Moskau und New York zu faxen. Bitteschön, hier gebe ich Ihnen die Teilnehmerliste. Hallo, ich bin... Nun, wie kommen Sie voran? Sie wissen ja, uns bleibt nicht viel Zeit. Also, ich brauche Ihnen wohl nicht noch einmal zu erklären, von welcher Wichtigkeit die geplante Videokonferenz ist. Sicher, ich gehe da mal wieder. Hier ist eine D1-Karte. Diese D1-Karte kann ich mit dem Funktelefon zusammen verwenden. Was ist das hier? Telekom Tokio? Polizeinotruf, Pizza-Taxi. Meine Kollegen haben selbst genug zu tun. Dort rufe ich nur an, wenn ich nicht alleine zurechtkomme. Ich komme doch nicht alleine zurück. Polizeinotruf. Tot. Das scheint wohl zurzeit alles besetzt zu sein. Ein toller Notruf. Telekom Tokio. Telekom Büro Tokio. Harakiri Yokomashi. Guten Tag. Hallo? Ja. Jetzt nur. Hallo? Schönes Wetter heute, was? Wer sagt, Sie sind Sie? Entschuldigung, hab mich verwählt. Auf Wiederhören. Toll. Haben wir die Karte jetzt schon eingesteckt? Die liegt doch noch da. Muss ich immer hier hochgehen, um zu telefonieren? Oh, nee, ne? Die gehen mich nichts an. Schade. Was hat sie hier? Das ist das Faxgerät? Okay. Tschüss. Zum Vorzimmer. Ist wahrscheinlich der Drachen drin. Aber ich habe es ja benutzt. Ich dachte, dann bleibt die Karte drin. Ich probiere mal deinen Vorschlag. Nee, ging nicht. Muss ich echt immer die Karte in das Telefon reinstecken, wenn ich telefonieren will? Ach so, da habe ich es ja früher immer falsch gemacht. Ich habe es immer drin gelassen. Hey, ziemlich gut aufgemotzt, die Kiste. Da mit den links an der Maus. Den muss ich mir doch gleich mal ein wenig näher ansehen. Ah, großer Monitor, Tintenstrahldrucker, Towergehäuse. Das will ich mir doch mal von hinten ansehen. Na, 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 na. Seriell, parallel, Soundkarte, Gameport. Oh, Gameport. Und sogar ein internes Hochleistungsmodem. 28.8. Bestimmt. Damit kann ich Daten ausdrucken. Ah. Fenster. Feuerleiter. Da hängt ein Schild. Vorsicht, Lebensgefahr. Wegen Baufälligkeit darf die Feuerleiter vorläufig nicht betreten werden. Was ist denn das für ein Laden? Nur ganz wichtige Konferenz und der ganze Laden geht doch kaputt hier. Ziemlich modern, damit kann ich faxen. Telekom halt.
So, wir gehen mal jetzt da oben in die Konferenz. Bum, 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 bum. Frau Vodafone von Telekom. Oh, die lauern schon. Die sitzen schon im Teams-Meeting und warten, dass es losgeht. 10,90, 64,90, was jetzt? Monitore. Die Monitore sind aus, die Konferenz hat noch nicht begonnen. Ach. Mit dieser Kamera wird die Sitzung übertragen. Französin. Sie sieht freundlich aus. Ich wollte gerade sagen, Französisch. Okay. Könnten Sie mir vielleicht sagen, wie viel Uhr es ist? Es ist 24.10 Uhr. What? Ein Engländer. Er scheint gute Laune zu haben. Guten Tag. Hallo, schönes Wetter. Ich steht. Ja, obwohl ja für heute Regen angesagt war. Das Wetter soll bleiben so. Ich hoffe sehr. Und tschüss. Warum sind hier Weihnachtsbäume? Der auswärtigen Konferenzteilnehmern. Frau Miller, Herr Scherkow, Herr Nakomashi. Die letzte Nummer ist unleserlich. Na toll. Das sind die Einladungsscheiben an die verschiedenen Konferenzteilnehmer. Ich soll sie als Fax verschicken. Na toll. Ach so. Ach, der Lantana. Oh, ey. Schlüssel. Nichts, alles im Eimer. Ich gehe mal in Labor. Guckst du Labor? Ey, hier wird wenigstens gearbeitet. Waschbecken. Geräte. Programmieren. Das ist, sie kann arbeiten. Sie scheint sehr beschäftigt zu sein. Okay. Ich wüsste nicht, worüber wir jetzt sprechen sollten. Vielleicht ergibt sich später noch ein Gesprächsthema. Nein. Ja, wo ist denn jetzt das Telekommunikationsproblem? Bam, 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 bam. Nein, da sind die blauen und gelben Module gezogen worden. Ein blaues Modul wahrscheinlich für den Verteilerschrank. Nimm blaues Modul. Das lernst du dann auch dort bei der Telekom, dass du die farbigen Module in die richtige Position stecken musst. Nimm gelbes Modul. Zum Treppenhaus, okay. Betrachte Verteilerschrank. Der Steckplatz ist leer. Leer. Leer, leer, leer. U96. Ich habe gar nicht so viele Steckmodule hier. Wie muss ich denn das stecken? Ich habe gar keine Anleitung dafür. Oh, ich muss erstmal mein Telekom-Team benutzen. Zentrale, Irene Groß. Was kann ich für Sie tun? Ach, hallo Irene. Ich sitze hier gerade bei der Umweltsvertrauen und brauche Hilfe. Kein Problem, ich verbinde. Telekom-Abteilung technische Unterstützung, Peter Schmitz. Guten Tag, Herr Schmitz. Ich komme hier mit der Verschaltung einer digitalen Verbindungsstelle nicht weiter. Wie sieht denn die Anlage genau aus? Ja, U96. U96 war die letzte Baugruppe. Die Modulschächte heißen B1, A3, U4, P1, G3 und U96. Sie benötigen ein blaues, ein rotes und ein gelbes Modul. Schalten Sie blau auf A3, rot auf P1 und gelb auf G3. Fassungen sind frei.
Ich hab's vergessen. Kannst du es nochmal wiederholen, bitte? Blau, Rot und Gelb. Blau auf A3. Rot auf B1. Gelb auf E3. Rest lassen wir frei. Verstanden, danke für die Hilfe. Ja, mir schön. Klick. Überfreut dich, die Kollegen. So. Gelb. Gelbes Modul auf E3. So. Benutze. Blaues Modul auf A3. Und rotes Modul auf. Geschafft! Die Module stecken jetzt in ihren Plätzen. Die digitale Vermittlungsstelle funktioniert wieder. Kein Problem. Die Verschaltung einer digitalen Vermittlungsstelle lernt man bei der Telekom. In der Ausbildung Kommunikationselektronik. Da lernst du dann, welche Farben in welche Steckplätze müssen. Das ist super. So, damit geht das hier wieder. Und wir können jetzt die Telekom kommunizieren. Oh, warte mal, wir könnten vielleicht... ich sollte ihn öffnen, um nachzusehen, was da fehlt. Warum? Was fehlt da? Ist da auch unsere Arbeit oder was? Nein, hier fehlt Papier. Hier fehlt Tola. Ah, wenigstens brauche ich kein Papier mehr zu suchen. Benutze Papierstapel mit Papiermagazin. Ja. Wo kriege ich denn jetzt Tola her? Vielleicht in der Buchhaltung. Das ist ein Kugelschreiber, es geht Tola. BTX-Terminal. Ach, hör auf. Guck mal, der sitzt ganz still. Der hält wirklich ein Buch. Das ist krass. Akten auch noch. Pass mal auf. Wie war das? Escape. Ja, du, das wollte ich gerade im Vorschlag. Ich sag jetzt hier speichern. Und ich würde sagen, wir machen mit zwei Spielen das nächste Mal weiter. Irgendwann die nächsten Tage. Also sprich mit dem einen Spiel, was wir vorhin gespielt haben. Welches war denn das? Ach ja, Archibald, Applebrook. Ne? Machen wir weiter. Und wir gucken uns das Telekom an, wieder weiter an. Ne? Captain LeChuck, wer ist Captain LeChuck? Nee, Cheeky ist diese Woche aus, hat sich abgemeldet wegen Arbeit. Und ab nächste Woche hat er Urlaub, dann hat er Zeit für mich. Der Archibald, genau. Vielen Dank fürs Zusehen. War mir heute eine Freude. Wir sehen uns dann morgen wieder. Vielleicht mit Alan Wake. Mal gucken. Also zwei. Irgendwas muss ich ja spielen. In diesem Sinne, schlaf gut, träum was Schönes und bis dahin. Euer Firefox.